Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Monis Magical Vlog. Ja, ich weiß auch nicht genau, was ich euch alles in diesem Vlog zeigen werde. Aber natürlich weiter die Adventskalender. Und dann wollte ich euch jetzt noch was zeigen. Ich habe nämlich Post bekommen von Dein DLAP. Ja, ich habe Post bekommen von Dein DLAP und zwar diesen tollen 2021 Kalender. Ich habe letztes Jahr schon einen zugeschickt bekommen. Dieses Jahr wieder und ich freue mich sehr darüber. Die Fotos sind der Knaller. Hier mein Geburtstagsmonat, ein Traum. Dann habt ihr hier noch so kleine Eckdaten zu Disney. Sehr cool, sehr interessant. Also ich zeige euch jetzt nur so ein paar. Mal hier der April mit Goofy, der Mai. Also es sind echt tolle Bilder. Und der Kalender wird definitiv in meiner neuen Wohnung einen sehr schönen Platz finden. Oh, der Oktober ist auch schön. Ja, also ein wirklich sehr, sehr schöner Kalender. Ich mag auch hier die Details unten. Das sind die Dein DLAP Logos. Ja, also wirklich sehr, sehr schön. Gucken wir nochmal in den Dezember. Da, auch das Schloss. Ja, also vielen, vielen Dank Dein DLAP fürs Zusenden von dem tollen Kalender für 2021 und einer süßen Weihnachtskarte. Kommen wir zum Türchen Nummer 7 und Türchen Nummer 8. Gestern war der mediterrane Gemüse-Allrounder drin und heute war das Avocado-Topping drin. Im Rituals-Kalender war gestern diese Bodylotion drin. Ich mag die Türkisen-Serie auch sehr, sehr gerne. Riecht wunderbar. Ups, Häuschen schon abgemäht. Ups. Und heute war dieser Duschschaum drin. Immer so schwer für die Kamera. So, genau. Das ist Bambu und Sandelwood. Sandelholz. Ich glaube, das wird sehr männlich sein, aber mal schauen. Vielleicht schenke ich es auch meinem Freund oder benutze es selbst. Ich mag auch mich selbst, also ich mag auch mal männliches Duschgel benutzen. Irgendwie mag ich den Duft auch sehr gerne. Natürlich möchte ich euch den Badefee-Adventskalender nicht vorenthalten. Hier im gestern war die Handseife in Herzformat drin. Sehr süß, sehr klein. Und heute war ein Spatel drin. Und mir wurde schon im Geschäft gesagt, dass man mit so einem Spatel die Cremes rausholen soll, damit sich, wenn man mit dem Finger halt immer reingeht in die ganzen Cremedöschen, dass sich da halt Bakterien ansammeln können und die schneller schlecht werden können. Deswegen am besten immer die Creme mit so einem Spatel rausholen. Und das werde ich wirklich versuchen umzusetzen. Ob es immer klappt, bin ich mir noch nicht so sicher, aber ich gebe mein Bestes. Weiter geht's mit 9 und 10 im Badefee-Adventskalender. Im Türchen 9 war dieser Badewürfel Orange Zimt drin. Und in der 10 war auch so ein Badeöl-Herz drin. Die kenne ich noch von früher, als ich ein Kind war. Davon gab es immer in diesen Drogerien immer ganz viele von diesen Badeöl-Dingern. Ich fand die immer ganz cool als Kind. Habe ich lange nicht mehr gesehen. Im Rituals-Kalender war gestern dieser Raumduft, dieses Raumparfum drin. Und heute war diese Overnight, also über Nacht, Haarkur drin. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Ich bin ja nicht so ein Fan, mir Haarkuren über Nacht, weil dann hängt das immer so im Kissen und so. Aber ich werde es auf jeden Fall mal testen. Und im Just Spices Kalender war gestern das Pizzagewürz drin und heute die Aglio-Olio-Gewürz. Das soll echt gut sein für Dips und so, habe ich schon gehört von meiner Freundin. Bin ich sehr gespannt, aber ich warte immer noch auf das Hähnchengewürz. Ansonsten wollte ich euch noch zeigen, ich habe heute, also ich hatte mal HelloFresh vor Jahren mal benutzt, also bestellt und dann gekocht und dann wieder abbestellt. Aber jetzt habe ich es mal wieder probiert, weil ich zurzeit echt sehr, wie soll man sagen, ratlos bin, was ich mir kochen soll. Und wenn ich mir was koche, dann bin ich auch nicht so zufrieden. Also klar, ich bin satt, aber habe nicht so das zufriedene Gefühl. Deswegen habe ich jetzt probiert nochmal mit HelloFresh. Ich hatte auch einen 50-Euro-Gutschein, deswegen ganz gut zum Ausprobieren. Ich kann euch nur kurz zeigen, welche Gerichte drin sind, aber nicht die kompletten Gerichte, also wie man sie zubereitet, weil das darf ich nicht. Aber ich habe mich für diese Woche für karibischen Süßkartoffel-Kokoseintopf entschieden mit Bananenpfannkuchen. Als zweites Hackbällchenpfanne mit Paprikagemüse und Reis.
Und als drittes diese asiatische Hähnchenbrust mit Edamame und buntem Gemüse. Ich bin sehr gespannt, das alles zu testen. Die Rezepte sind immer für zwei Personen, also man kann leider nicht für eine Person bestellen. Aber dann habe ich halt was für mittags und abends. Ja, meine Lieben, heute ist Freitag und heute ist nicht irgendein Freitag. Heute Abend kommt nämlich schon die Prina. Ja, weil morgen ist ja unser großer Livestream, da werde ich euch auch ein bisschen mitnehmen, so behind the scenes. Und heute Abend werd ich erstmal noch Spaghetti Carbonara für uns kochen. Das zeige ich euch dann, wie ich es mache mit dem Rezept. Dann werden wir auch schon die Duschjellies, die wir im Livestream machen, und auch die feste Handcreme und den Kinderpunsch. Alles werden wir heute Abend schon mal probetesten, damit auch morgen im Livestream nichts schief gehen kann. Wahrscheinlich wird trotzdem was schief gehen. Egal. Ist ja halt ein Livestream, ne? Aber ich würde euch gerne so ein bisschen bei dem Prozess mitnehmen. Heute Abend kommt Prina. Und ich habe gerade noch ein Video abgedreht. Aber erstmal zeige ich euch, was in meinem Adventskalender drin war. Heute ist ja der 11. Im Just Spices war Bratapfelgewürz drin. Bratapfel. Ich habe eben schon beim Video Sprachfehler gehabt. Wenn ich morgen diese Sprachfehler im Livestream habe, verzeiht es mir. Bratkartoffelgewürz. So. Das war heute im Just Spices drin. Und im Rituals, jetzt ist hier ein bisschen dunkel, draußen ist auch so düster. Im Rituals war eine schwarze Seife drin mit Eukalyptus und Olivenöl. Da bin ich ja sehr gespannt. Ich liebe ja Eukalyptusgeruch. Mega. Und schwarze Seife habe ich noch nie bei Rituals gesehen. Genau. Dann noch Badefee. Und dann zeige ich euch, welches Video ich gedreht habe. Das verlinke ich euch nämlich bei dem i. Ich muss gleich noch ein bisschen aufräumen. Jetzt kriegt Prina einen Schock. Ja, in 11 war eine Handseife drin bei Badefee. Und die riecht unglaublich gut. Also ich kann die ganze Zeit daran schnüffeln. Ach, kennt ihr das? Wie so früher, wisst ihr, wie so diese Kleber, die wir in der Schule immer hatten. Da habe ich auch so gern dran geschnüffelt. Habt ihr auch so gern dran geschnüffelt? Könnt ihr gerne mal unten kommentieren. Aber, oh, geil. Richtig, richtig geiler Duft. So, jetzt zeige ich euch, was ich gebastelt habe. Ich habe passend zur Mickey, die ich ja letztes Jahr schon gebastelt habe, Minimaus gebastelt. Und ihr seht, sie ist wunderschön geworden. Ups, Kameraschwäche. Ja, da Mickey eine Lichterkette hat, habe ich hier ihr eine Kerze hingemacht. Aber wenn ihr das komplette Bastelvideo sehen wollt, schaut mal bei dem i vorbei, was ich jetzt verlinke. Brina ist mittlerweile bei mir angekommen. Guckt nett nicht aus, ich habe einen langen Arbeitstag. Dann filme ich direkt hier auf die Fläche, weil wir fangen jetzt mit der festen Handcreme an. Ich habe mir übrigens heute noch die Nägel gemacht mit Miss Sophies Nagelfolie. Sieht man es nicht? Egal, werdet ihr dann noch sehen. Genau, also was wir jetzt brauchen so an Zutaten sind Bienenwachs, wir haben hier Shea-Butter, wir haben Kakaobutter, Mandelöl, haben wir noch ätherische Öle, genau. Dann fangen wir erstmal mit der festen Handcreme an und dann noch zu den Duschjellies. Und hier köchelt unser leckerer Glühwein mit dem Gewürz von Just Spices. Das ist echt sehr, sehr lecker. So, wir erhitzen gerade 25 Gramm Bienenwachs, 15 Gramm Mandelöl und 40 Gramm Kakaobutter in einem Wasserbad und warten, bis alles geschmolzen ist. Die Shea-Butter steht auch schon bereit, davon brauchen wir 30 Gramm. Und dann kommen noch 5 Tropfen ätherische Öle rein. Wir haben uns heute für Orange entschieden. Und morgen im Livestream, das wusste ich jetzt nicht, morgen im Livestream nehmen wir dann Lavendel, damit wir auch zwei verschiedene Düfte haben. Genau, ist eigentlich ganz einfach. Wie gesagt, einfach im Wasserbad erhitzen. Dann kommt die Shea-Butter rein. Muss auch geschmolzen werden. Am Schluss das ätherische Öl. Und dann kommt alles in hier so Förmchen. Die hat Prina mitgebracht. Schon eigentlich Eiswürfelförmchen. Und die füllen wir dann da rein und dann müssen sie auch nur aushärten, ne, Prina? Genau, und dann kann man sie schon benutzen. Und haltbar sind die ganzen Handcremes 3 bis 6 Monate und die muss man einfach in die Hand tun, in der Hand verreiben, so wie eine Seife und dann löst sich die Creme in der Hand. Hier seht ihr, unsere Handcreme ist schon fest und die Duschjellies härten gerade aus. Das dauert 2 bis 3 Stunden und ich koche jetzt die Carbonara. Die Zutaten für eine originale Carbonara sind nicht aufwendig und die Carbonara ist auch gar nicht schwer zu machen, aber sie schmeckt super lecker. Ihr braucht natürlich Spaghetti, ihr braucht Eier, Bacon, also Speckwürfel,
Und natürlich ganz viel Parmesan, Knoblauch und Olivenöl. Ich habe extra viel Parmesan gekauft, weil Brina liebt Parmesan. Als erstes müsst ihr Wasser aufstellen. Ich koche dann hier drin 500 Gramm Spaghetti. Und ich habe schon Eier getrennt. Ihr braucht nämlich 4 Eigelb, getrennt von dem Eiweiß. Die Eigelbe verquillt ihr jetzt ein bisschen mit Salz und Pfeffer. Und ein bisschen Parmesan legt ihr euch zur Seite. Am Ende zum Bestreuen und dann kommt ja der Rest von den 125 Gramm, also insgesamt braucht ihr 125 Gramm, ein bisschen was zur Seite legen und den Rest mischt ihr jetzt hier unter das Eigelb rein. Spaghetti kochen. Das ist jetzt hier die Parmesan-Eimasse, wie ihr sehen könnt. Und jetzt erhitze ich hier ein bisschen Olivenöl, schmeiße dann den Knoblauch da rein, aber nur als komplette Zehe mit dem Handballen zerdrückt. Den holen wir nämlich später wieder raus. Genau, und dann kommen da, wenn es erhitzt ist, die Knoblauchzehen rein, 2 Stück. Und der Speck, 200 Gramm. Ich habe jetzt schon fertig geschnitten. Ich bin ein bisschen zu faul gewesen, ihn selbst zu schneiden. Und genau, dann braten wir das beides zusammen an. Den Speck anbraten und den Knoblauch, wenn der Speck fertig ist, dann rausnehmen. Spaghetti sind gleich fertig. Ich habe jetzt schon mit der Schöpfkelle ein bisschen Nudelwasser in eine Tasse hier gepackt. Das schütten wir gleich nämlich auch noch in die Soße. Und gleich muss es wirklich schnell gehen, deswegen kann ich die Kamera nicht bereithalten. Ich werde die wahrscheinlich daneben stellen. Ihr müsst die Nudeln abschöpfen, also in ein Sieb, und dann sofort, nicht abschrecken, direkt da reinmachen und dann die Ei-Parmesan-Masse untermischen, schnell durchrühren, dass alles schmilzt, und dann ist es im Prinzip schon fertig. Man kann am Ende noch nochmal Parmesan drauf machen und mit Salz, Pfeffer nachwürzen, und dann sind die Spaghetti Carbonara eigentlich schon fertig. Also super, super simples Rezept. Hallo meine Lieben, heute ist der Tag der Tage, heute ist der Livestream, wir sind seit heute Morgen, haben eine To-Do-Liste, wir sind im Stress, ich habe mich gerade erstmal geschminkt, die Haare muss ich mir auch gleich noch machen. Oh, ich will noch was anziehen, mir ist so warm, es ist so stressig, also ich bin echt froh, wenn es heute vorbei ist. Ansonsten haben wir schon das Sofa dekoriert, wo wir dann später sitzen werden. Und die Küche ist auch einigermaßen schon sauber, wo wir dann auch noch basteln werden. Brina schminkt sich gerade. Es ist so aufregend. Es wird, ja, also wir sind sehr, sehr aufgeregt. Und achso, ich wollte euch noch die Gewinne mal zeigen. Genau, hier sind die ganzen Kartons schon vorbereitet mit den Gewinnen, die wir dann noch verschicken müssen. Also alles hier im Flur, die zeigen wir auch im Livestream. Alles voller Gewinne. Gleich geht's los. Oh mein Gott, wir sind so aufgeregt. Ihr seht das Chaos hier eben bei mir in der Küche. Kamera 1, Kamera 2. Da seht ihr Vivi im Fernsehen. Genau. Ja, also wir sind super aufgeregt und wahrscheinlich werde ich mich jetzt vor dem Stream nicht mehr bei euch melden. Ah, Gott. Ja, meine Lieben, es sind mittlerweile 3 Tage vergangen nach dem Livestream. Ich musste mich erstmal regenerieren. Ich weiß nicht, ob alles mitbekommen, also der es gesehen hat, hat es mitbekommen, aber es gab so viele technische Probleme, es gab andere Probleme, es gab doofe Kommentare. Ich möchte gar nicht näher drauf eingehen. Wir haben es durchgezogen, wir haben eine unglaubliche Summe von 3.200 Euro gesammelt für die Wunschkinder.
Und uns wurde auch schon gesagt, dass wir unser eigenes Wunschkind kriegen. Das heißt, von dem Geld können wir einem Kind seinen Herzenswunsch erfüllen. Und ich finde, das ist das Wichtigste. Das war unser Ziel, den ganzen Abend lang durchzuhalten, Geld zu sammeln für die Wunschkinder. Und das haben wir geschafft und wir haben nicht aufgegeben. Das Magic Wonderland Team bleibt auch bestehen, macht nur eine kleine Pause. Aber wir planen schon die nächsten Aktionen für euch. Ansonsten möchte ich jetzt den Vlog beenden. Ich wollte euch noch die ganzen Türchen zeigen. Wie ihr seht, 4 Gewürze stehen da, um euch zu zeigen. Also ich war einfach nicht mehr, also ich war wirklich fertig mit der Welt. Ich war erschöpft, ich war müde. Es war wirklich sehr, sehr nervenaufreibend. Plus dann kam, es kommen noch die privaten Probleme dazu, die ich jetzt hier nicht erläutern möchte. Aber es sind zurzeit echt schwierige, schwierige Zeiten. Genau. Aber das hat hier nichts zu suchen. Genau. Also ich zeige euch jetzt noch die Adventstürchen vom Just Spices, vom Rituals und von der Badefee. Dann beende ich den Vlog und beim nächsten Vlog zeige ich euch bereits mein neues Baby. Also nicht das Baby. Sondern meine neue Kamera, ja. Ich kriege eine neue Kamera. Mein Freund schenkt mir zu Weihnachten eine neue Vlogging-Kamera, die ich schon sehr, sehr lange wollte. Und die zeige ich euch dann im nächsten Vlog. Genau, und dann vlogge ich auch schon. Also den Anfang mache ich wahrscheinlich noch mit der. Und den Rest vlogge ich dann mit der neuen. Ich bin so gespannt. Ich freue mich so. Ja, und dann wird wahrscheinlich auch der nächste Vlog schon so in Weihnachten reingehen für uns oder für mich. Ich muss dieses Weihnachten wegen der privaten Probleme oder Sorgen sehr, sehr viel kochen. Also ich muss mich ums Heiligabendessen kümmern. Und ich werde dann auch in die, ich werde dann am 25. Dezember auch in die Schweiz fahren zu meinem Freund. Den habe ich ja seit Mitte Oktober. Warum fokussiert das denn nicht? Den habe ich seit Mitte Oktober nicht gesehen. Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass ich über Weihnachten und wahrscheinlich auch Neujahr in die Schweiz fahre. Natürlich, wenn ich zurückkomme, Quarantäne, Test etc. pp. Aber irgendwann ist auch mal gut. Ich möchte meinen Freund wirklich sehr, sehr gerne wiedersehen. Vor allem jetzt zu diesen schwierigen Zeiten. Und es liegen auch noch schwierige Zeiten vor uns. Mein Umzug steht an im Januar. Er hat seine Prüfung im März. Das heißt, im Februar ist er total raus. Er muss wirklich lernen. Das ist eine, also das ist die wichtigste Prüfung seines Lebens gefühlt. Deswegen muss er sich da sehr, sehr gut vorbereiten. Das heißt, im Februar werden wir uns nicht sehen. Im Januar werden wir uns wahrscheinlich auch nicht sehen wegen meinem Umzug, weil ich da auch sehr, sehr beschäftigt sein werde. Ja, egal. Dazu vielleicht mehr im nächsten Vlog, aber ich nehme euch gerne mit, so ein bisschen über die Weihnachtstage. Wollt ihr auch, dass ich euch in der Schweiz ein bisschen mitnehme? Könnt ihr mir gerne unten kommentieren, was euch vielleicht interessieren würde aus der Schweiz. Genau, ansonsten kommen wir jetzt zu den Adventstürchen. Einmal das Hähnchengewürz. Darauf habe ich sehr, sehr lange gewartet, weil das soll echt mega, mega lecker sein. Dann gab es einmal Gemüsebrühe ohne Zuckerzusatz. Auch sehr gespannt. Dann gab es Kaffeekuss. Noch nie von gehört. Ich habe jetzt da an der Seite gelesen. Man kann es entweder in einen Filter tun, wenn man Filterkaffee macht. Die Kamera. Ich brauche wirklich eine neue Kamera. Die fokussiert nicht mehr. Oder halt wirklich schmeckt auch in heißer Schokolade, zu Eisfrüchten und im Müsli. Und heute war dann drin das Balsamico Dressing. Der Balsamico Dressing Mix. Soll man dann wohl mit Öl, mit Olivenöl und Balsamico zusammen mit dem vermischen und dann hat man wohl ein leckeres Salatdressing. Sehr gespannt. Dann kommen wir weiter zu Rituals. Oh, falsche Leuchte. Jetzt habe ich das Badlicht angemacht. Genau, ich hatte einmal drin einen Peeling-Handschuh. Dann hatte ich noch eine Kerze, das ist jetzt die dritte. Und der Duft gefällt mir auch nicht so richtig. Dann gestern war ein Anti-Aging, eine Anti-Aging-Ampulle. Oh, hallo. Eine Anti-Aging-Ampulle drin. Und heute war ein Duschgel Rituals of Karma. Ja, Karma regelt ja immer, ne? Bekanntlich. Ansonsten haben wir in der Badefee. Jetzt muss ich wieder das Zimmer wechseln und Licht anmachen. In der Badefee hatten wir einmal ein Teelicht. Finde ich jetzt, riecht für
für mich nicht so stark oder irgendwas. Dann hatten wir eine Deo-Creme am 12. Ah ne, das ist eher die Dings, ist ja egal, wann es drin war. Wir hatten eine Deo-Creme, liebevoll. Dann hatten wir einmal Waterdrops drin und eine Handcreme sandweich. Und diese Kamera fokussiert nicht mehr. Hallo, ich bin hier. Nicht hinten mein Handkleidezimmer fokussieren. Ja, ansonsten war es das jetzt von meinem Vlog. Es gab alles in diesem Vlog. Jetzt ist mein Brötchen auch fertig, deswegen klingelt der Backofen. Ich muss mich anders stellen, damit ihr es mal fokussiert. Ihr sollt mich ja auch im Fokus sehen, wenn ich mich bei euch verabschiede. Ja, also das war Monis Magical Vlog. Ein Auf und Ab in diesem Vlog. Ansonsten hoffe ich euch, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video.